Mal Leute, mal hier. Wir machen eine Tierliste. Wir ranken Kinderserien. Ihr seht jetzt alle Kinderserien, die man so kennt von damals, sind hier aufgelistet. Wir ranken sie von SS bis E. Viel Spaß mit den Videos. Ja, dann let's go. Das erste habe ich nicht geschaut. Ja, genau, habe ich auch nicht geschaut. Zweite, Adventure Time, hast du geschaut? Ist das so alt? Adventure Time ist auch sicher schon 10 Jahre alt. Habe ich geschaut immer mal wieder, wenn mir auf YouTube ein paar Klicks gezeigt. Fand ich extrem geil. Paar Klicks werden dir da Ist das gezeigt. Du nicht bist ja voll im mit der, Film. ist das nicht mit der, mit diesem kleinen hässlichen gelben Hund, Ja, genau, mit dem der kleinen sich hässlichen verwandeln gelben kann? Ja, Hund. übelst sick. Also das, die besten, mir wurden wirklich nur die besten Szenen auf YouTube vorgeschlagen. Ich habe sie nie geschaut, aber mir wurden die besten Szenen auf YouTube vorgeschlagen und das würde ich ein SS geben. Ich würde es tatsächlich nur in S packen. Hier sind einige Serien drin, die ich schon gesehen habe, die ich deutlich besser finde. Double S. Weiter geht's mit Alf. Das ist für mich eine SS-Serie. Da hatte ich, Ich finde, Alf ist so eine ich war da sehr Legende. jung irgendwie. Ist das nicht super alt? Ist das nicht älter als du sogar? Ja, Alf ist ultimativ alt. Alf Und ich ist. fand Alf immer richtig scheiße. Boah, das Alf ist älter Ich als hatte du, du Angst vor, ich Wichser. weiß, ich hatte Angst vor Alf. Ich habe den Humor nicht verstanden. Ich habe es viel zu früh geschaut. Vielleicht war ich da irgendwie 10 oder sowas. Ich habe keinen Gag verstanden und hatte immer Angst vor denen. Ja. Deswegen muss ich denen eine fucking C geben. Alvin und die Chipmunks? Ja, aber das ist doch der Finde falsche ich. Elfen, die Chipmunks, Ja, oder? ist auch shit, das sieht aus wie animiert. Das würde ich Ja, tatsächlich weg. in Nicht geschaut, Dracula würde ich scheiße. beißen, lieber Kanal wechseln tun. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber. Nicht geschaut. Okay, weiter geht's. American Dad. American Dad ist witzig. Würde ich. Ist sehr stark, hat auch teilweise super, super starke Szenen, aber kann nicht mit Family Guy mithalten. Ich würde es auf A tun, tatsächlich. American Dad ist für mich eine A-Serie. Ist Ja, ist A ist ausgezeichnet. gut. A ist fair. A ist ausgezeichnet, besser als der Standard-Shit. Passt gut. American Dragon, hast du geschaut? Ein bisschen, ja. American Das Dragon war, fand ich ja so das war, geil. ich glaube, da war ich schon zu alt. Das war so eine Serie. Ich habe ja den Vorteil, mein Bruder ist 3,5 Jahre jünger als ich. Ja. Das heißt, der Fernseher lief noch beim Essen im Wohnzimmer oder sonst wo. Und da Ja. liefen dann so welche Sachen. Das heißt, vielleicht war ich da schon zu alt, vielleicht mit 14, 15. Aber ich habe dennoch ab und zu reinschauen können. Boah, hat mich jetzt aber nicht so gecatcht. Dragon immer saugeil. Ich würde es auch in S packen. Ich pack's in B. Angela Angela Anaconda. Anaconda ist, also das ist allein wegen dem Legendenstatus, kommt das bei mir sofort in S plus, weil Es Angela hat einen Anaconda Legendenstatus, aber ich fand's immer so, scheiße, es als es war damals auf richtig im Togo kacke. Clever Club auf Super RTL oder so lief. Hat mich abgefuckt, die Zeichnung. Und diese, das Ja, ist. es ist ganz beschissen. Es Also ist übel legendär. Ich würde mir jetzt am liebsten auch mit dir die erste Folge Angela Anaconda einfach reinziehen auf YouTube. Weißt du, einfach nur, weil es so witzig ja. ist. Aber es war mir zu weird und das gibt ein C. Okay, weiter geht's mit. Habe ich nicht Das ist geschaut. nicht geschaut. Ja. Fucken auch ab. Craft Attack ist definitiv S plus. Was? Das Was? ist Was? 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 Art Attack, sorry. Ich habe Craft Attack gesagt. Art Attack, Art ja. Attack. Fand ich immer Ich hasse geil. auch, ich bin auch gar nicht kunstbegeistert irgendwie. Ich habe Also. es immer gefeiert. Ich habe sogar ein paar Sachen nachgebastelt. Was mein Lieblingsmoment war immer, wenn er die Pappmaché rausgeholt hat. Und dann hat er immer Sachen mit Pappmaché und so Luftballons gebastelt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Das ja. hab ich immer mega gefühlt. Das hat nie funktioniert. Ich habe dann den Luftballon immer zum Platzen gebracht und dann ist meine ganze Pappmaché-Struktur zusammengekracht. Und das war immer sehr frustrierend, aber ich habe es gefühlt. Ich gebe dem ein A. Hab ich so gefeiert? Nee, ich muss auch ein B machen, leider. Es ist schon geil, aber ich hab's nicht so. Also ich weiß, dass es richtig geil ist, aber ich selber fand es nicht so geil. Avatar, absolut Avatar S Legenden. Plus. S plus, ja. Keine Habe Diskussion. ich sogar, glaube ich, nochmal geschaut damals. Kurz bevor ich mit Clash Royale angefangen habe, habe ich ja ganz doll Clash of Clans gesucht. Ich habe alle Serien geschaut, die es gibt. Da war ich, glaube ich, 19. Ich habe mit 19 nochmal komplett Avatar durchgeguckt. So doll ist das bei mir, S Plus. Das nächste erkenne ich nicht. Ich auch nicht. Das sind, glaube ich, diese Figuren. Kennst du diese Rolldinger, diese Figuren, die sich aufklappen? Hast du sicher schon mal in einem. Ja, nicht geschaut, gepackt. Ich auch nicht geschaut. Das nächste kennt, sagt mir Nächstes. auch nichts, leider. Wieder auf nicht geschaut. Zack. Auch nicht geschaut. Und das auch. Das kenne ich, das sagt mir was, aber auch nicht geschaut. Nicht geschaut. Ben 10. Ben 10 fand ich ultimativen Standard-Shit. Was? Wenn nicht sogar schlechter. Ben 10 habe ich nie gefühlt. Das war übel sick. Der konnte sich in jeder Situation in das verwandeln, was er braucht. Ben 10 Ben fand ich 10? Giga-Trash. Oh mein Also Gott. nicht Giga-Trash, aber ich habe es überhaupt gar nicht gefühlt. Ben 10? Das war übel sick. Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe, glaube ich, auch nicht viele Folgen geschaut, bis ich gesagt habe, den Scheiß will ich nicht mehr sehen. Packe ich in S. Benjamin Blümchen, voll der scheiß Weirdo, fand ich immer Mega nervig. geil, der kommt für mich in A. Ach, Digga, mit der scheiß rasenden Reporter, die nie die Schnauze gehalten hat. Ich wurde extrem aggressiv mit 10. Benjamin Blümchen ist legendär. Bernd das Brot. Lief immer nachts auf Kika, wenn Ja. Sendungsschluss war. Ganz unheimlich auch. Ah, ausgezeichnet, besser als der Standard-Shit. Ganz Ich habe ihn immer beschissen immer. gefühlt. Ich habe ihn immer gefühlt. Ich habe Bernd immer gefühlt. Ja, es ist winzig, oder? Weil sagt mir jetzt auch Kenne nichts. ich nicht. Ich auch Wer nicht. hat die Liste erstellt? Big Time Rush.
Kommt bei mir ins C. Habe ich nie geguckt, kenne ich, hab den Namen auch nie gehört. Lief ab und zu, fand ich immer mega beschissen. So eine dumme. Es ist nicht ganz so scheiße wie die zwei Sachen, die in D sind, aber es ist schon sehr scheiße. Oh Gott, das nächste. Blues Clues. Wer hat einen D. Hinweis gesehen? Ich war zu alt, als ich sage, geschaut habe. Mein Bruder hat es immer geschaut und dann durfte er sagen, yo, jetzt darf er das Programm aussuchen und dann du. Und dann war mein Bruder dran und schaut scheiß Blues Clues, aber ich war da irgendwie schon 14 oder sowas. Und das war wirklich eine Serie für Fünfjährige. Ich habe blau und schlau gelöst. Bob der Baumeister. Hat mich immer richtig. Ich fand den immer ganz nervig. Der war immer so nervig. Ja, ja, der war nervig. So ein Moralapostel, so immer gut gelaunt und hat jedes Problem gelöst. Ging mir wahnsinnig auf den Sack. Mir auch. War ich aber auch zu alt. Gleiches Ding, mein Bruder hat's geschaut, war ein Riesenfan. Lief dann, ich fand's immer kacke. Fand ich so witzig, hab ich immer geschaut. Da war ich genau im richtigen Alter. Das kommt für mich in S. Camp Lasso, oder wie der hieß. Das fand ich so witzig. Was? Ich weiß nicht, wieso. Den fand ich witzig. Guck mal, wie dumm er aussieht. Er hat die ganze Zeit irgendeine Scheiße gemacht. Okay, was ist das nächste? Das ist Bom, 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 Balu. Balu und seine. Genau. Tollkühne Crew. Ja, richtig. Das war insane. Das war richtig geil. Das würde ich auch tatsächlich auf S+ packen. Allein wegen dem absoluten Banger-Intro. Das ist aber, also Baloo ist insane stark. Das war auch richtig spannend einfach. Das waren ja immer Luftkämpfe, ne? Also richtig Krieg in der Luft einfach. Das war richtig Krieg in der Luft. Nächste. Wo hast du? Shin-Chan. Der hat einfach die ganze Zeit Leute angefurzt. Das finde ich. Und allen seinen Arsch gezeigt. Der hat allen seinen Arsch gezeigt, alle abgefuckt. Geiler Typ einfach. Ja, S+. Ultra geiler Song-Intro ist S+. Der hat alle abgefuckt. Seine Erzieherin, seine Lehrerin, seine Mom. Der hat alle so abgefuckt. Der hat nur Scheiße gemacht. Das ist so ein richtig asoziales Dreckskind. Mhm. Und der war so geil. Chip und Chap? Chip und Chap, danke, genau. Mit Oscar, mit Käse. Der hat immer Käse gerochen. Und dann ging er übel ab. Die waren insane. Todesnice. Pack ich ein S. In S+ tatsächlich. Als nächstes Timmy Turner und die helfenden Elfen. Pack ich in A, oder? Ich habe seine Eltern auch gut abgefuckt. Der war immer in Situationen. Ah, die waren sau witzig. Und auch, wie heißt aber seine scheiß Schwester oder Aufpasserin da? Nee, ich muss ihn in S tun und die Chipmunks in A. Vicky, ja. Ja, die hat mich zu krass abgefuckt. Mhm. Hier, der Geist-Typ hier. Phantom, Danny Phantom. Danny Phantom. Ja, okay, war gut. C. B. C ist mal besser. C. Darkwing Duck. Kennst du? Mhm, klar. Fand ich auch ziemlich lit, muss ich sagen. Hatte was. Kommt bei mir zu A. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ich finde A ist ausgezeichnet besser als der Standard-Shit. Das Haus Anubis habe ich nie geschaut. Aber das war so eine Real-Life-Serie. Mit echten Schauspielern, glaube ich. Und allein deswegen würde ich es in D packen, weil mich sowas immer abgefuckt hat. Ja, echte Schauspieler zacken. Ja, als nächstes. Detektiv Conan ist so S+. Okay, als nächstes diese zwei Bieber-Scheiß-Dudes. Die fand ich so witzig. Die haben ja Digga, du feierst alles viel zu sehr. Ich bin von allem sauer. Ey, ich fand die so scheiße. Ich weiß nicht, ich hab Fernsehen sehr genossen, muss ich sagen. Bevor ich dann mit Videospielspielen angefangen habe, habe ich Fernsehen einfach sehr genossen. Deswegen wird sich bei mir auch alles übel tummeln. Das ist bei mir eine eindeutige A-Serie, weil die so scheiße waren. Biene Maya hat mich abgefuckt. Dieser scheiß Willi hat mich mega abgefuckt. Die ganze Truppe, ich fand alle scheiße aus der Truppe. Oh, aber weil es so eine Legendenserie ist und so einen derben Intro-Song hat, den man niemals vergessen wird, kämpft es sich von D raus auf C. Bei mir ist es tatsächlich auf S. Ich fand Biene Maya immer so nice. Abgefuckt. Drachenjäger, doch, war ich auch schon zu alt. Hatte mein Bruder aber geschaut und einige Folgen davon waren ziemlich geil. Deswegen packe ich das auf. Ja, das war insane. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war mit diesem Hessen. Das waren teilweise richtig geile Drachengegner. Mm. Das waren richtig geile Folgen dazu. Die haben alles gefightet, was es gibt. Nein, warte, ich muss kurz den A reinpacken. Gummibärenbande. War legendär. Kommt bei mir zu S. War insane, heftig. Ganz klar. Ich hab so viel geschaut. S. Ich kann es aber nicht auf einer Ebene mit Avatar und Shin-Chan. Und Detective Conan stecken. Echt? Ich glaube, das ist eine der Serien, die ich am meisten geschaut habe, tatsächlich vielleicht. Ja, allein das Intro! Ja, das Intro ist genial. Gummibären hüpfen hier und dort überall. Oh, das nächste ist Legend of Korra. Genau, B. Das ist geil, weil es Avatar ist. Ja. Aber ich gebe es trotzdem eine A. Echt? Aber es war halt schon nicht so geil. Es war halt Standard. Nee, da gab es auch schon Autos und sowas, ne? Aber Avatar an sich ist so mächtig geil, Alter. Die haben auch angefangen. Man kann einfach Elemente bändigen, das ist doch so geil. Was wärst du gewesen? Was für ein Bändiger wärst du gewesen? Du wärst so ein richtiger Steinbändiger gewesen, einfach. Du bist so scheiße, Alter. Du bist so scheiße, Alter. Du hast einfach die Steine gebändigt, Alter. Und die.
Die Schlümpfe. Die haben mich so abgefuckt, ich habe sie gehasst. Ich habe Gargamel viel mehr gefeiert als die scheiß Schlümpfe. Vor allem ja, ich wollte mal, dass Gargamel die Schlümpfe endlich töten. Ja, ich habe auch gedacht, der schnappt sie doch endlich. Der hat die 1000 Folgen angegriffen und hat nie einen Schlumpf getötet. Ja, ich habe genauso habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, wann erwischt er endlich mal einen? Kann er jetzt nicht mal einen Schlumpf töten? Echt? Ich würde es depacken, aber es ist zu legendär. Ja, es geht nicht. Okay. Ohne die Schlümpfe wäre die Welt eine andere. Der hätte einfach mal, stimmt, der hätte einfach mit dem Messer so durch die Stäbe stechen müssen. Ja. Mann. Der hätte auch Zaubertränke und sowas. Der hätte ja einfach vergiften können. Mann, das ist so eine nervige Scheiße. Die Sendung mit der Maus. Wenn ich es in S tue, muss ich sagen. Wenn ich es in S packe, muss ich Sachen aus S wieder auf A tun. Das ist halt das Problem. Mhm. Weil die Sendung mit der Maus war halt absolut legendär und ich habe sie immer geschaut, deswegen kommt sie auf S. Simpsons fand ich nie so unendlich geil. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt hassen mich alle. Guy, die Folgen früher waren nicht so nice. Ab Staffel 12 wurde es immer geiler. Kam schon teilweise die neuesten Simpsons-Folgen, kommen schon vielleicht sogar fast an Family Guy ran. Das ist schon top, top, top Humor mit einem krassen Team. War witzig, war cool, aber. Nee, ich muss es. Oh, ah, scheiße. Ja, ich muss es in S Plus packen. Digimon war doch Digimon, auch immer so motherfucking legendär. Kommt in S Plus. Oder das andere Digimon kommt auch in S Plus. Ich hab da so viel gefühlt. Okay, das nächste ist. Boah, die waren so krass. Die Dinos waren heftig. Die Dinos waren so krass. Er sagt immer nicht die Mama und hat dann einfach seinen Vater einfach erstochen oder so ein Scheiß. Da gab es so weirde Dinos einfach. War ein bisschen unheimlich. Ich war bei den ersten Folgen zu jung. Und das Intro, erinnerst du noch als Intro? Ein bisschen. Das war auch ganz creepy. Das war immer in dem Wald, gell, wie das so durch den Wald gepannt ist. Ja, die Kamera. War sehr creepy. Hatte auch Angst davor, ja. Oh, aber es ist S Plus. Es war so OG. Das war das erste Mal. Ja, scheiß drauf, mein S Plus. Alles ist S Plus für mich. Es ist alles davon würde ich mir jedes. Ja, es ist besser als die anderen Sachen. Die Dinos war auch schon heftig. Ich pack's in S, aber es ist das Beste aus dem S. Hast du Gravity Falls gesehen? Nee. Und dann tust du mir richtig leid. Das habe ich erst mit 22 angeschaut oder so, aber das ist mit einer der besten Serien, die ich geschaut habe. Okay, Gravity Falls ist motherfucking sick. S Plus. Als nächstes, Disney große Pause, S+. Auch S+, scheiße. Meine S+-Liste ist riesig. Das war so heftig, Digga. Die Serie war auch so heftig. Hotel Zack & Cody fand ich sehr witzig, aber nee, Zack & Cody fand ich richtig scheiße. Ich pack beide Zack & Codys auf D. Ich hab die gehasst. Echt? Ich fand, sie waren Standard-Shit und unterhaltsam. Ich fand sie so scheiße. Hast du beide Zack & Codys schon mitgepackt? Was machen die heutzutage eigentlich, Zack & Cody? Die sind extrem erfolgreich. Safe? Ja. Der eine ist dieser eine Hauptdarsteller aus Riverdale und der andere ist irgendwie mit einem Supermodel zusammen. Die reisen ganz durch die Welt und haben super viel Geld. Okay, dann ist er wirklich sehr erfolgreich. Die sind unglaublich reich und unglaublich gut aussehend und unglaublich. Das ist wirklich, wenn du als zusammen. Kind so viel verdient hast, dass du als Erwachsener einfach durch die Welt reisen kannst mit einem Supermodel, dann bist du wirklich sehr erfolgreich heutzutage. Riverdale ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten. Ja, einer von den beiden doch nur oder beide. Die kleinen Einsteins, das hat meine kleine Schwester immer früher geschaut. Die sind von A nach B geflogen und ich fand's schon nervig, aber C. Ich fand's nicht so scheiße wie das andere, weil die haben immer Musik gemacht. Die haben mir Musik beigebracht. Weißt du, was ich meine? Die fliegen so rum und machen Musik und fand ich chillig. Ja. Nee, weißt du was? Kommt sogar auf A. Fick dich. Was? Ich hab's bei dir. Als nächstes Phineas und Ferb. Fand ich auch immer so. Ich hasse es immer, wenn die nicht erwischt werden. Weißt du, was ich meine? Dasselbe Problem wie mit den Schlümpfen. Ich hab denen irgendwie immer gegönnt, dass sie mal auffliegen. War da auch schon zu alt, lief trotzdem bei meinem Bruder, fand ich nicht geil, ist ein D. Er ist für mich leider auch nur B, Standard-Shit, weil die nicht auffliegen. So, Dragon Ball kommt leider komplett in S+. Genauso wie das andere Dragon Ball, ist mir scheißegal, welches Dragon Ball. Und das Dragon Ball kommt auch in S+. Dragon Ball S+. Dragon Ball ging immer bis 17 Uhr, aber ich hatte 17 Uhr auch immer Trainingsbeginn. Ich hatte es nicht weit bis zum Training, aber ich kam immer wegen Dragon Ball. Ich kam einfach 6 Jahre zu spät zum Fußballtraining wegen Dragon Ball. Und alle wussten es, dass ich deswegen zu spät komme. Okay, nächstes, Drake und Josh. Ah. Fand ich scheiße. Hatten die irgendeine kleine Schwester oder irgendwas, das genervt hat? Ja, die hat eine kleine nervige Schwester. Ja, fucked up. Aber Drake und Josh, zu Ah, das sind Legenden. Ich würde es fast in, ich pack's dann in B. DuckTales auch unglaublich gut. Auch das Intro. Wieso waren die Intros damals alle so geil? Ich kann mich an jedes Intro noch erinnern. Ich könnte das komplett auswendig singen. Pack ich in S, DuckTales. Echt? Nee, S ist besser. S ist besser. S ist gut dafür. Ja, S ist sehr gut dafür. Family Guy. Kommt bei mir nur auf A tatsächlich. Family Guy, die neuesten Folgen. Ich schau die neuesten Folgen. Die neuesten? So, du hast die neuesten Folgen Family Guy nicht. Ich glaube, ohne Witz, du könntest dadurch, glaube ich, die Twitch-Partnerschaft verlieren. Das ist das Fundament von jedem ultimativ
weirden Random-Humor. Was soll ich sagen? Detektiv Fillmore, unglaublich geil, kommt bei mir direkt nach S+. Einfach Family Guy so, ja, das ist fertig. Ja, was einfach geskippt, hab ich nie gefühlt, was soll ich gewählt mich. Von all den Serien, die ich jetzt heute Abend schauen würde nach dem Stream, wäre Family Guy auf Platz 1, wenn sie eine neue Folge rausbringen würden. Echt? Ja, Fillmore packe ich auf, ja, ich muss es auf S packen nur. Ja, auf A meine ich, sorry. A. Futurama. Wollte immer so sein wie Simpsons. Ist, glaube ich, der gleiche Macher, gleicher Zeichner, aber. Fand ich besser als Simpsons. Nicht? Fand ich besser falsch. Als Simpsons. Futurama fand ich immer sehr geil. Ja, A ist gut, A ist gut. Als nächstes Goofy und Max. Hatte sehr viele lehrreiche Momente auf jeden Fall. Boah, der Intro-Song. Ich werde das in A packen, besser als der Standard-Shit. Weil so geil, so gefühlt habe ich es nicht. Gumball nicht geschaut. Oder sind, nicht wir geschaut. Sind wir noch bei. Nee, sind Hannah Montana, mega, 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 mega scheiße D. Echt? Ich finde, wir sollten noch was noch Beschisseneres als Hannah Montana haben. Weißt du was? Für mich kommt das in C rein und ich pack auch die Zauberer von Railway Place auch in C, weil dann ist C quasi meine scheiß Real-Life-Spalte. Weißt du, was ich meine? Alles, was so scheiße in Real Life war, Big Time Rush, Hannah Montana, Zauberer von Railway Place, da tue ich das hier auch noch mit rein, obwohl ich es nicht gesehen habe. iCarly? Ach, fand ich richtig scheiße. D, wie Hannah Montana, beides gleich scheiße. Ja. Nee, fand ich besser. Fand ich besser als den Standard-Shit, muss ich sagen. iCarly war genial. Wie hieß der Freund von ihr? Und der dieser weirde alte Typ, der da auch immer mit denen abgehangen hat. Das waren irgendwie alles so 50-jährige Kinder und dann hing da irgendwie so ein 21-Jähriger ab. Übelst der Lappen. Stimmt, Max ist so neidisch auf Gibby gewesen, weil die sich dann geklärt hat. Das so nächste, eine Scheiße. In einem Land vor unserer Zeit. Ich habe ein ganz Spike, kurz. Cera, Petri. Aber wie strong ist es, dass ich alle Charaktere jetzt noch auswendig weiß, obwohl ich das seit 15 Jahren nicht geschaut habe? Das ist actually insane. Ich hätte keine Petri Zweite konnte fliegen, aber nie so krass. Er hätte super viele Probleme lesen können, wenn er krasser fliegen könnte. Aber ist nicht so gerissen. Spike hat nie geredet. Cera war immer sauer. Littlefoot war der einzige Down to Earth. Und Chomper konnte auch nicht reden. Und war halt ein Schafzahn, ne? Geile Serie. Geile Serie. Holy shit, ich kenne alle Folgen noch auswendig. Ich hab wirklich jede Folge vielleicht 30 Mal geschaut. Jimmy Neutron auch absolut. Fand ich auch so weird gezeichnet, so der Style war blöd. Aber die Story an sich war immer nice. Geil, kommt in S. Ja, du bist auch Raketenwissenschaftler, natürlich feierst du das. Du bist so ein richtiger Wannabe Jimmy Neutron. Das war so richtig nervig ich auch. Ich packe es in B. Das Kickers. Die Super Kickers, ne? Ja. Auch in S+, was soll ich machen? Mein S+, ist, ich wollte am Anfang nicht so viel in S+ machen, aber die Super Kickers müssen halt in X. Tigerschuss und so ein Scheiß, holy shit, die haben Vasa Osora. Okay, Kim Possible mit Ron Stoppable. Also dem würde ich gerne in die Fresse hauen und auf seinen Tisch scheißen, Alter. Dann würde ich seinen Kopf in die Scheiße reiben. Oha. Kim Possible war unglaublich gut. Kim Possible war echt gut. S, aber nicht S+. Plus oder S. Ich pack's auch in S. Wie heißt das denn? Königreich von einem Lama oder so? Königreich Scheiß? Für ein Lama, aber ja. Ah, übel gut von mir. Der Typ war abgefuckt. Fand der ich typ super geil. Der voll arrogant und der Lutscher. Ja. Und dann hat er, um ihn down to earth zu machen, wurde er zu einem Lama verwandelt. Und dann hat er es geschafft und dann war irgendwie alles, Eigentlich wollten sie ihn ja umbringen. Aber sie haben ihn dann nur zu einem Lama gemacht. Lazytown habe ich so Lazytown, D. Ja, fand so ich auch so nervig. So eine Scheiße, so eine weirde Scheiße. Da sind wirklich alle verblödet. Mm. Die Welt wäre eine bessere ohne Lazytown. Das ist bisher die schädlichste Kinderserie hier in der ganzen Liste. Mit Sportakus, Alter. Jedes Mal, wenn er ins Bild kommt, macht er einen dreifachen so Flickflack und Rückwärtssalto. Wer hat das produziert? Nee, verstehe ich auch nicht. So sehr gehasst. Der hat immer einen Apfel gegessen und war dann super strong. Ich hab so einen Wichser. Gott, so Oh nein, ich habe keine Sportakus-Energie mehr. Schnell, gib mir einen Apfel. Halt die Schnauze. Und dann halt macht er einen Rückwärts. Halt so scheiße. Oh, Freddy Faulig, Alter. Auch so ein Hurensohn. Nein, aber Freddy Faulig war die einzige coole Person. Nee, Mann, so Freddy, abgefuckt. Nein, Freddy Faulig kannst du nicht hassen. Ey, Freddy Faulig darfst du nicht hassen. Den habe ich gehasst. Nee. Ich habe da alle gehasst. Das waren so, ich glaube, so 11 Charaktere und ich war wurde ich einfach nur aggressiv. Masopilami, Alter. Masopilami ist so gut gewesen. Ja, ne? Masopilami war richtig geil. Es hatte einfach so einen absolut krassen, langfunktionalen Schwanz, mit dem du jedes Problem lösen konntest. Das war so, also Masopilami war einfach OP auch. Das war auch, das konnte das auch da auf dem Schwanz springen und alles. Ja, das hat immer so Federn gemacht oder so einen Haken zum Greifen. Das konnte alles, oder ein Hammer oder sowas. Das konnte alles machen mit dem Schwanz, alles. Masopilami, guck mal, wie es aussieht. Das sieht auch irgendwie süß aus, ja, oder? Ja. Also es ist einfach. War schon nice. Oh, Mickey Maus Wunderhaus. Das war richtig scheiße. Das fand ich richtig beschissen, muss ich sagen. Hab ich auch nie geguckt. Du musstest immer so, oh, und jetzt beschwört das Wunderhaus. Und dann musstest du morgens, habe ich immer morgens geschaut, bevor ich in die Schule gegangen bin. So zum Frühstück lief die Scheiße immer. Und dann fand ich so scheiße.
Und dann musste er sich immer irgendwie durch das Wunderhaus durchkämpfen und so eine, keine Ahnung. Nee, weg. Naruto auch, also wenn du das nicht sofort in das Plus packst, dann hau ich dir am 25. Naruto, so in die Fresse. Ich fand auch Naruto den Charakter immer so scheiße. Für Mickey hau ich dir so in die Fresse. Alle Charaktere scheiße. Ich weiß, weil das ist eine super legendäre Serie, so, weil das alle extrem feiern. Ich würde es bei, ich würde selber vom wie gut ich es finde, in D packen, aber ich weiß, wie legendär Naruto ist und dass es diesen Legendenstatus erreicht hat, muss ich es in S Plus packen. Das ist zwar meine Meinung, ich feiere die Serie nicht. Ich habe es als Kind nicht gefeiert, ich feiere sie jetzt nicht. Ich fand es nie geil. Aber dass es eine Serie geschafft hat, so einen unendlichen Legendenstatus zu erreichen, dass das von so wahnsinnig vielen Leuten da draußen die Lieblingsserie ist, muss ich sie in S Plus packen, obwohl ich sie selbst nicht gefeiert habe. Ja, jeder Schwanz kann was, außer dein Schwanz kann nichts, irgendwie sowas, ne? Fand ich auch, hab ich nie geschaut, deswegen kommst du mir nicht geschaut. Aber das, was ich aus der YouTube-Packe gesehen habe, fand ich mega, hat mich mega aggressiv gemacht. Die, ja, mega aggressiv. Okay, jetzt die. Die fand ich immer cool. Die habe ich so gefühlt. Okay, Pinguine aus Madagaskar. Habe ich in S gepackt. Die fand ich, die witzig fand. Die haben auch immer nur Leute abgefuckt. Das ist die einzige Aufgabe, war nur Leute abfucken. Der hat Legendenstatus. Der war sick, der war auch cool. Ja, einfach. Der war cool. Das war. Der wusste, dass er cool war und war trotzdem noch cool. Weißt du, was ich meine? Viele Leute denken. Ja, ja, sehr schwierig, aber er hat's genau, gerockt. Genau. Viele Leute denken, sie sind cool und sind dann richtig uncool. Dadurch, dass sie probieren, cool zu sein. Aber er war einfach cool und wusste aber auch, dass er cool ist. Was ihn halt automatisch S Plus macht. Pokémon. Oh, Pokémon normal? Ab damit in S Plus. Power Rangers fand ich auch scheiße. Das waren irgendwelche echt? Weirdos, irgendwelche Tänzer immer in ihren Anzügen und dann verwandeln sie sich und dann beschwören die irgendeinen Riesenroboter. Ist doch so und dann geil. Packen sie ihre Teile zusammen und fusionieren sich zu so einem ist doch so nice. Super großen Weirdo und kämpfen gegen irgendeinen anderen Roboter und dann gehen sie auf ihre Motorräder und dann fliegen sie mit ihren. Also das Power Ranger Franchise kommt für mich nach S. Power Rangers ist auch nicht. Allein weil es viel zu legendär war. Das nächste wieder nicht geschaut. Ist aber mit Ariana Grande. Echt? Ja, die rechte ist Ariana Grande. Ich glaube, das war Sam und Cat. Ja, ich glaube, das war Sam und Cat oder so. Die ja, linke ist die Mann, aus. Die hat eine Serie? Die hat mehr als nur eine Serie. Die ist ja auch in dieser einen Musikserie drin. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Victorious, genau. In Victorious ist sie dabei. Und dann ist Sam und Cat. Die ist übel das Disney Girl eigentlich. Aber ist dann irgendwie zu Fulltime-Musik gegangen und ist dann die erfolgreichste Sängerin der Welt geworden. Das wusste ich gar nicht. Ist doch voll heftig, oder nicht? Ist mega heftig. Ist die nicht voll erfolgreich? Die kommt aus so einer Drecks-Kinderserie. Voll heftig. Zack and Cody sind jetzt keine Topstars-Sänger. Ja gut, das sind aber auch sehr berühmte Schauspieler. Und ich finde ich nicht. Ja gut, das ist aber scheißegal, ob du das findest oder nicht. Okay, nächstes Schloss Einstein fand ich mega beschissen. Eigentlich muss ich zu den. Eigentlich müsste ich zu den anderen Real-Life-Serien. Ja, ja. Aber ich will noch sagen, eigentlich würde ich zu den anderen Real-Life-Serien packen, zu C, wo ich auch Big Time Rush und Hannah Montana, aber es ist so beschissen, dass es trotzdem nach D kommt. Es hat sich aus den anderen beschissenen Real-Life-Serien rausgekämpft und ist jetzt bei D drin. So kacke ist es. South Park absolutes Plus, sofort. Also, ganz doll. Ja, die werden auch immer witziger und witziger irgendwie. Digga, die neueste Staffel ist so gut. Ja. Mit Trump und dem Coronavirus. Und die sind so zeitaktuell und sie verarschen. Es ist so genial gesellschaftskritisch. Es ist wirklich, es ist hier, glaube ich, es ist, glaube ich, von der Komplexität des Humors hier die beste Serie. SpongeBob. Leider auch S+, habe ich so viel geschaut. Also ich glaube, ich habe, also von den OG-SpongeBob-Folgen kenne ich jede auswendig wahrscheinlich. Auch sehr viel geschaut, weil du musstest es schauen. Es lief halt abends zur Primetime. Mein Bruder hat es auch sehr gefeiert. Der hat wie einfach die ganze Zeit. Also SpongeBob an sich ist schon sehr heftig. Aber ich wurde auch manchmal ein bisschen sauer, aber es hat unterhalten. Ich bin zwischen S und D, weißt du, was ich meine? Clone Wars, muss ich sagen, mache ich jetzt auch ganz viele sauer, habe ich nicht geschaut. Ich habe nur gesehen, dass es sehr gut sein soll, habe ich nie geschaut. Weiter? So, jetzt hast du mir Takeshis Castle absolut S Plus. Takeshis Castle, ja doch, das war schon richtig asozial. Die Leute haben sich richtig verletzt da. Ja, richtig. Damals gab es richtig. Das war eine richtig asoziale Serie. Das war wirklich nur, man hat sich einfach nur gefreut, wenn andere Leute gelitten haben einfach. Es war einfach richtig stumpf, man war einfach durchgehend schadenfroh. Ninja Turtles? Lass mal das gesamte Franchise bewerten und nicht nur die animierte Serie. Ninja Turtles insgesamt ist schon strong. Schon sehr geil, oder? Ich pack's in A. Teletubbies, Alter. Oh, die fand ich so teilweise eine Scheiße, Alter. Den muss man noch mal hin und her gerissen, Alter. Nee, das ist wirklich dumm, einfach. Das ist einfach nur Scheiße. Das ist Teletubbies und was noch? Lazy Town. Teletubbies und Lazy Town. Nee, das ist assi. Volksverdummung. Lazy Town ist gemein. Teletubbies hab ich irgendwie immer sehr gefühlt.
Timon und Pumba legendär. Timon und Pumba heftig. Ja, Timon und Pumba war richtig geil. Leider auch in S Plus. Ja, ich pack's nur ein S bei mir. Tom und Jerry. Hat auch legitimen Status, aber ich fand es immer nervig, dass er verloren hat. Aber er musste halt verlieren. Weißt du, wenn man stell dir vor, isst sie einmal auf, dann ist halt die Serie vorbei und alle heulen. Deswegen musste er verlieren, aber ich fand es immer nervig, wie er verloren hat. Deswegen kriegt es von mir nur eine A. Ist auch eine absolut legendäre Serie, hat mich jetzt nicht so sehr gecatcht. Ich geb's ein A. Wie hieß totally das? Totally Spice? Totally Spice, das war legendär. Kommt auch definitiv für mich in S. War das nicht so Drei Engel für Charlie? Ja, das war Drei Engel für Charlie, genau. Aber Totally Spice ist auch definitiv insanely OG. Typisch Andy. Einerseits war das sehr OG und witzig und andererseits habe ich ihn gehasst, den Typen und die Serie und die Animation. Ja, die Animation war auch nicht so geil. Manche Streiche waren schon sick. Ja, manche Streiche waren sick. Ich packe ihn auch in A. Ich glaube, A ist in Ordnung, ja. A ist schon krass. Oh ja, Weihnachtsmann und KKG, scheiße. Oh, schon böse. Ah, S Plus. Wir sind nur die heftigsten S Plus. Oh ja, Wings ist auch nicht drauf. Ich muss es in S packen, aber es ist ein S halbes Plus. Oder ein S Plus Minus. Nee, es ist bei S. Für die anderen, ich kann es nicht mit einem Land vor unserer Zeit und Dragon Ball und Avatar zusammenpacken. Auch wenn es richtig heftig war. Okay, Vicky. Vicky und die Wikinger, heißt die Serie so? Ich glaube so. Ich glaube tatsächlich, Vicky und die. Vicky und die starken Männer. Loser, ich hab's zuerst gehabt. Das hast du im Stat gelesen, du Wichser. Nee, hab ich nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Aber S Plus definitiv. Nicht. Fand ich witzig. Fand ich immer witzig, wie sie sich die Nase gerieben hat und dann eine geile Idee hatte. Auch. Es war halt eine Kinderserie und ich war das, glaube ich, auch schon zu alt. Deswegen packe ich es in A. Winnie the Pooh. Der war mir irgendwie immer ein bisschen geschaut. Zu lasch. Ja, der war. Ja, same. Der war nicht so ehrgeizig. Ich weiß gar nicht, was sein Ziel überhaupt war. Der wollte einfach nur Honig fressen und chillen. Ist natürlich auch Legende, klar. Also habe ich nicht so viel geschaut. Kannst du mir sagen, dass du mehr als 20 Folgen Winnie Pooh geschaut hast? Ja. Echt? Ja. Ich nicht. Ja, safe. Ich pack's dann in B, weil das auch zu legendär ist. Aber ich hab's nie so gefeiert. Das nächste kenne ich nicht. Nee, das ist ein Yu-Gi-Oh!-Teil, aber der war scheiße. Der kommt bei mir nur in B. Und dann die anderen zwei Yu-Gi-Oh! Teile kommen so doll in S Plus direkt rein. Yu-Gi-Oh! GX war diese Schule quasi. Das war noch ziemlich cool, Yu-Gi-Oh! GX, muss ich sagen. Ich pack's in B. Okay. Zoe 101 war mega scheiße. Ja, fand ich auch D. Mega beschissen. D. Nochmal ein chilliger D-Abschluss. Zoe 101. Die haben auch alle so genervt. Die sind alle sehr ähnlich, ne? Hannah Montana, ja. Alkali, Ja, ich weiß, was du meinst. Der Dings. Hotel Zoe 101, Zack and Cody. Mhm. Hotel Zack and Cody. Big House Time des Rush. Anubis, das sind sehr ähnliche alle, die sind alle so beieinander. Okay, was ist deine Lieblings-S-Plus-Serie, die du hast? Bei welcher Serie sagst du, ich bin extrem froh, dass ich sie damals gesehen habe? Auch wenn du sie jetzt nicht mehr gut finden würdest, wo du sagen musst, hey, damals habe ich sie so gefühlt und so gefeiert, dass Gönn ich dir. Extrem dankbar dafür Sick. Bin, was mir die Serie damals gegeben hat. Ist nice. Ich glaube, das ist Avatar, glaube ich. Dann ist es Avatar, okay, krass. Ich glaube, das war so meine erste Serie, wo ich wirklich jeden Teil chronologisch geschaut habe. Weil es immer einmal die Woche kam. Das war immer ein riesen Highlight. Aber auch in einem Land vor unserer Zeit, alles auf VHS, alles 20 Mal geschaut. Da war ich halt deutlich jünger. Auch genauso wie Dragon Ball, wo ich immer zu spät zum Training kam. Yu-Gi-Oh! Auch genauso heftig. Die S-Plus-Dinger sind schon ziemlich geil. Ja, sind alles Banger-Serien. Aber die Serien, die ich jetzt heutzutage an Abstand am besten finde, weil die auch schön gereift sind in der Zeit, sind halt South Park und Family Guy. Wo ist Rick and Morty? Holy shit!